Hey Leute, kennt ihr das? Jemand hat euch etwas erzählt und schon wenige Minuten später habt ihr das Ganze wieder vergessen. Oder noch schlimmer, auch nach stundenlangem Lernen schreibt ihr im Vokabeltest am nächsten Tag eine 4, weil ihr einfach wieder alle Vokabeln vergessen habt. Wir zeigen euch heute nützliche Tipps, die euch dabei helfen können, dass ihr euch schneller Dinge merken könnt als alle anderen. Los geht's! Im Durchschnitt haben wir 50% des Erlernten oder Erlebten nach einer Stunde wieder vergessen. Was wir nach einer Stunde noch wissen, behalten wir dann aber zum größten Teil für längere Zeit in unserem Kopf. Diese Kurve des Vergessens hier zeigt das Ganze relativ deutlich. Grundsätzlich gibt es zwei Wege, etwas zu lernen. Der erste Weg ist das kurzfristige Lernen, also das Speichern von Informationen im Kurzzeitgedächtnis. Der zweite Weg ist das langfristige Lernen. Ihr könnt es euch vermutlich schon denken, mit dieser Methode speichert man Informationen im Langzeitgedächtnis. Fangen wir an mit dem kurzfristigen Lernen. Um schnell Dinge zu lernen, bei denen es nicht ganz so schlimm ist, dass ihr sie zum Beispiel nach einer Prüfung wieder vergessen habt, solltet ihr diese Technik anwenden. Nachdem ihr zum Beispiel Vokabeln gelernt habt, solltet ihr diese direkt noch einmal wiederholen. Die zweite Wiederholung sollte 15 bis 20 Minuten später stattfinden. Die dritte Wiederholung dann nach 6 bis 8 Stunden und die vierte Wiederholung nach 24 Stunden. Nun solltet ihr alle Vokabeln für ein paar Tage im Kopf behalten können. Machen wir weiter mit dem langfristigen Lernen. Möchtet ihr etwas langfristig in eurem Kopf behalten und nicht nach kurzer Zeit wieder vergessen, dann hilft euch diese Technik weiter. Auch hier solltet ihr direkt nach dem Lernen das Ganze noch einmal wiederholen. Die zweite Wiederholung sollte dann nach 20 bis 30 Minuten stattfinden. Die dritte Wiederholung nach einem Tag, die vierte nach 2 bis 3 Wochen und die fünfte Wiederholung nach 2 bis 3 Monaten. Mit diesen beiden Methoden solltet ihr eigentlich schon relativ gut fürs Lernen gerüstet sein. Als kleinen Bonus haben wir aber jetzt noch 3 weitere Tricks für euch, mit denen ihr euch Dinge besser merken könnt. Nummer 3. Versucht zu verstehen, was ihr lernt und warum. Dinge, die ihr für sinnvoll und spannend erachtet, prägt ihr euch bis zu 9-mal schneller ein und sie bleiben euch länger im Gedächtnis. Nummer 2. Lernt gegensätzliche Dinge. Bei einer Sprache wären das zum Beispiel die Wörter Tag und Nacht. Denkt ihr an das Wort Tag, fällt euch direkt das Wort Nacht ein und umgekehrt. Und damit sind wir auch schon bei der heutigen Nummer 1. Wenn ihr euch mehrere komplexe Dinge auf einmal merken müsst, dann lernt diese mit Hilfe einer Geschichte, wie zum Beispiel: Ein kleiner Hase abonniert den Kanal und lässt einen Daumen nach oben da. Anschließend klickt ihr auf das Video über 5 Kinder, die sich an ihr früheres Leben erinnern können. Am Ende lebt der Hase glücklich und zufrieden in einem wunderschönen Wald und wenn er nicht gestorben ist, dann lebt er auch noch heute. Bis zum nächsten Mal, ciao!